Ich würde sagen, wir sind irgendwo Schweizer Mundart. Wenn mir jetzt ein Song in den Sinn kommt, dann wäre das sicher irgendwo 079. Die grossen internationalen Player nehmen über 30% Kommission und das haben wir sicher bereinigt. Also mit Larki sind wir ein Anbieter, der viel weniger Kommission nimmt. Mit dieser Kommission das Restaurant auch noch am Unternehmen beteiligt. Das wird mit Mitspracherecht. Und bei der Telefonbestellung hat es auch gewisse Nachteile. Die Telefonbestellung muss jemand abnehmen. Die muss sehr gut Deutsch können, muss sehr gut können schreiben, um die Bestellung nachher in die Küche zu geben. Und Larki hat auch dort eine Lösung parat entwickelt, dass beide Bestellprozesse sehr convenient durchgeführt werden können. Larki soll der Gastronomiebranche gehören, das Werkzeug sein. Also obendrauf sind alle Restaurants, die sich beteiligen an dieser Firma, ihre eigene Bestellplattform. Und das soll ihr Werkzeug sein, das sie hantieren können. Und zwischen End-User, Herr und Frau Schweizer, und Restaurant soll kein marschenfressender internationaler Konzern sein, wo schlussendlich ein Restaurant die Marsche wegnimmt. Ja, es ist nicht 30%, sondern es ist zwischen 2 und 5% je nach Paket. Mein Lieblingsessen, ich bin von Lenzer Reis, ist Gabuns von der Mama. Ja, was ist Gabuns? Das ist ein Mangoldblatt aussen rum und innen dran tut man einen Spätzli-Teig mit alles, was man daheim hat, eigentlich verarbeiten und macht das im Ofen und serviert das. Ja. Eine schöne Bouillon. Mit einer schönen Bouillon. Ja, ich kann zwei, drei Sachen, aber es ist nicht der beste Koch, den es gibt. Ja. Ich tue lieber bestellen. Nachteile mit einer gewissen Existenzangst. Vielleicht am Anfang, bis das Unternehmen mal irgendwelche Umsätze macht. Man schafft viel mehr, das kann man auch nicht verleugnen. Der Druck ist grösser. Man muss am Anfang, man ist zwar überdurchschnittlich motiviert, aber man ist eine eierlegende Wollmilchsau. Man muss einfach alles machen, bis irgendwann mal das Geld kommt und man kann dann irgendjemand im Marketing einstellen, irgendjemand im Vertrieb. Aber bis dann muss man einfach alles selber machen. Das sind vielleicht gewisse Nachteil, aber der Vorteil ist, man hat Handlungsspielraum. Man kann ehrlich gesagt machen, was einem gut trinkt. Man kann die Verantwortung voll tragen. Man ist selber verantwortlich für Erfolg oder Nicht-Erfolg. Und ja, man schafft für sich selber. Also man kann, wenn es gut kommt, auch ja, die Ernte ernten. Ich glaube, etwas, wo meine Eltern mir auf den Weg gegeben haben, ich habe eigentlich fast nie Angst vor irgendetwas. Und auch da, dass sie haben jetzt mir nie irgendwie gesagt, oh, das passt nicht oder so. Sie waren sehr wohlwollend gewesen, die haben gewusst, ich bin immer extrem unternehmerisch unterwegs. Ich habe dann vollen Support auch von allen Seiten bekommen. Ehrlich gesagt, keine negative Stimme. Wo jetzt, ja, die haben sich gefreut eigentlich. Ja. Und es ist zum Glück auch immer gut gekommen bis jetzt.